Du möchtest dir eine Photovoltaikanlage mit Speicher anschaffen und fragst dich, ob ein großer Speicher für die Photovoltaikanlage eigentlich Sinn macht, dann bist du jetzt hier genau in diesem Video richtig. Ich zeige dir das Ganze hier anhand echter Daten bei mir hier zu Hause in der Anwendung und zeige es dir also anhand einer realen Situation, nicht nur theoretisch. So wie du siehst, stehe ich hier direkt vor meinem Speicher. Der hat 23 Kilowattstunden an Kapazität, ist also relativ groß. Doch macht so ein großer Speicher für die Solaranlage eigentlich Sinn? Es gibt verschiedene Ansätze und Anwendungsfälle. Geht es ums Thema Wirtschaftlichkeit, dann ist das in den meisten Fällen, das muss man wirklich ganz klar sagen, eher schwierig. Und in welchen Fällen aber ein großer Speicher für die Photovoltaikanlage unter Umständen Sinn machen könnte und inwiefern da auch dynamische Strompreise, also das Beladen aus dem öffentlichen Netz eine Rolle spielt, darauf komme ich jetzt gleich zu sprechen. Es wird also spannend, lass mir gerne schon mal ein Abo da. Möchtest du autark sein, also möglichst wenig Strom aus dem öffentlichen Netz beziehen, dann ist ein großer Speicher grundsätzlich erstmal prima. Viel Autarkie erreicht man ja mit einem großen Speicher deshalb, weil man eine große Menge Strom speichern kann und dann also in der Nacht oder an dunklen Tagen genug Strom hat, um den eigenen Haushalt und eventuell auch die Heizung, wenn es zum Beispiel eine Wärmepumpe gibt, mit Strom zu versorgen. Und in diesem Zusammenhang ist es aber auch super wichtig, drauf zu schauen, an wie vielen Tagen es denn überhaupt dazu kommt, dass der Speicher wirklich voll wird. Im Sommer, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht reden, da ist das kein Problem. Abhängig von der Größe der Photovoltaikanlage. Denn hast du zum Beispiel nur eine sehr kleine Photovoltaikanlage, aber einen riesen Speicher, so wie ich jetzt hier mit 23 Kilowattstunden, dann kann es schon mal sein, dass diese auch im Sommer nicht voll wird. Ich habe hier bei meiner Anlage mit 8,75 Kilowatt Peak, die habe ich installiert und das ist schon sehr klein für diesen großen Speicher mit 23 Kilowattstunden. Und dennoch bekomme ich den Speicher im Sommer super voll, ist kein Problem. Aber besonders spannend ist die Frage, macht ein großer Speicher für die Photovoltaikanlage Sinn in Bezug auf die Übergangsmonate? Denn hier haben wir zwar Tage, die wunderschöne Erzeugung haben und die Photovoltaikanlage liefert hier also richtig schöne Erträge, aber es gibt halt auch viele Tage, an denen das nicht so ist und wo die Leistung schwach ist. Monate, in denen das besonders auffällt, sind März, April, September und Oktober. Und Achtung, ich weiß, das Verhältnis hier bei mir zwischen PV-Anlage und Speicher, das passt hier nicht ganz. Aber ich betreibe ja hier den Kanal rund um Photovoltaik, habe da schon viele Videos drüber gemacht, was mein Speichersystem hier kann, wie viel Kapazität es hat, wie autark ich bin etc. Und ich habe den 23 Kilowattstunden Speicher auch genau aus dem Grund, um euch zu zeigen, wie sinnvoll ist denn eigentlich so ein großer Speicher bei einer PV-Anlage? Und das möchte ich anhand der Daten hier auch gleich nochmal genau durchgehen und zeigen. Ich sage euch jetzt schon mal, durch diesen großen Speicher spare ich richtig viel teuren Netzbezug. Und dazu gleich aber noch mehr versprochen. Fakt ist auf jeden Fall, im Sommer ist der Speicher fast immer voll. Gar kein Problem. Bei meinem Verbrauch hier, auch am nächsten Morgen, ist da noch genug im Speicher drin. Meist sogar wirklich noch die Hälfte. Also 50% heißt von 23 Kilowattstunden 11,5 Kilowattstunden stehen hier aktuell ungenutzt rum. Und ungenutzte Kapazität ist unwirtschaftlich. Warum ist das so? Ganz einfach, weil du ja für die Kapazität bezahlt hast, sie aber nicht nutzt. Denn in den Übergangsmonaten und in den Wintermonaten, da hast du dann das Problem mit so einem großen Speicher, dass du den überhaupt nicht voll kriegst. Das heißt auch, hier steht wieder ungenutzte Kapazität rum, also das Gegenteil vom Sommer. Da steht er voll rum, im Winter leer. Doch ist das wirklich immer so oder gibt es auch Systeme, wo diese Kapazität nicht ungenutzt herumsteht? Und genau das ist die spannende Entwicklung, denn mittlerweile können Heimspeicher ganz anders in das Gesamtsystem eingebunden werden. Und daher spielt es auch nicht mehr so eine große Rolle, dass meine PV-Anlage hier nur 8,75 Kilowatt Peak hat. Denn mein Speicher, der wird nicht mehr nur durch die Leistung aus der Photovoltaikanlage geladen. Und dadurch steht er auch nicht in den Übergangsmonaten leer rum und in Zukunft, da bin ich mir absolut sicher, wird er auch im Sommer morgens nicht voll herumstehen. Warum? Komme ich später nochmal drauf. Ungenutzte Kapazität gibt es dann also quasi nicht mehr. Und auf einmal wird das Ganze doch von der Wirtschaftlichkeit her sehr, sehr viel interessanter, einen großen Speicher zu betreiben. Doch wovon rede ich hier eigentlich? Und bevor ich darauf eingehe, möchte ich einmal auf mein tolles Netzwerk hinweisen. Denn vor über 2 Jahren habe ich mich entschieden, diesen YouTube-Kanal und meine PV-Beratung hauptberuflich zu betreiben. Und ich habe ein super Netzwerk aufgebaut und wenn du also auch davon profitieren möchtest, wenn du eine PV-Anlage kaufst, bestenfalls vielleicht sogar dann auch mit intelligenter Steuerung,
dann vielleicht sogar noch dieses Jahr, weil du wegen der Einspeisevergütung verunsichert bist, ja, dann solltest du das Netzwerk gerne, gerne nutzen. Hier unterm Video findest du die Links dazu. Und genauso wie meine 0 Euro PV-Checkliste, lad dir die gerne hier runter, kostet 0 Euro. Und du kannst dort dich vor Fehlentscheidungen schützen, indem du nicht zu viel ausgibst und erstmal prüfst auch, macht eine PV-Anlage für dich überhaupt Sinn. Und jetzt ab zurück zur Speichergröße. Und ich sage schon mal jetzt, dynamische Stromtarife sind recht magisch. Denn ich habe gerade gesagt, dass es bei meinen 23 Kilowattstunden Speicher keine ungenutzte Kapazität mehr gibt. Warum ist das so? Wer meinen Kanal regelmäßig verfolgt, der weiß, dass ich einen dynamischen Stromtarif nutze. Ich lade also das Elektroauto, nutze die PV-Anlage und in Zukunft zeige ich euch auch noch, wie es mit der Einbindung einer Wärmepumpe klappt. Und wenn du das alles nicht verpassen willst, dann freue ich mich, wenn du mir ein Abo hier lässt, gerne auch einen Daumen. Diesen dynamischen Stromtarif, den alleine betrachtet, der würde bestenfalls dafür sorgen, dass ich zu manchen Zeiten günstig Strom aus dem Netz beziehe. Ich blende hier mal Grafiken ein. Ja, der Strompreis schwankt enorm sogar teilweise und lege ich jetzt meinen Verbrauch in die Zeiten, wo der Strompreis günstig ist, ja, dann kann ich sparen und zwar bares Geld. Beispiel, beziehe ich zu einem Festpreis von 28 Cent pro Kilowattstunde Strom aus dem Netz, um mein Elektroauto zu laden, dann fallen bei 30 Kilowattstunden etwa 8,40 Euro an. Lade ich stattdessen aber heute um 13 Uhr zu 15,2 Cent pro Kilowattstunde, macht das nur 4,56 Euro. Also 46% gespart. Nicht schlecht, oder? Und jetzt höre ich oft, ja, Nils, ist ja schön und gut, aber dir ist schon klar, dass tagsüber das nichts bringt, weil die meisten Menschen dann auch um 13 Uhr nicht zu Hause sind, um davon zu profitieren. Stimmt, absolut richtig und da gebe ich euch auch recht. Aber dann lad doch bitte heute Nacht um 4 Uhr zu 16,5 Cent pro Kilowattstunde. Dann sparst du keine 46%, aber immerhin 41%. Du siehst also, dynamische Strompreise bringen nicht nur was für Menschen, die tagsüber zu Hause sind, um den Strom dann zu nutzen, sondern auch nachts. Das sind übrigens jetzt Daten vom 10. Oktober 2024 und wer das nicht glaubt, dann bitte selbst einmal überprüfen. Okay, gut, nun fährt aber auch nicht jeder elektrisch. Was hat das also mit dem Speicher und mit seiner Größe zu tun? Schauen wir uns an, wie der dynamische Tarif intelligent in mein System eingebunden ist und wie ich nun mit dem großen Speicher wirklich davon profitieren kann. Wie günstig ist der Strom zum Teil? Wir sehen hier, wie mein Energiemanagement am 6. Oktober zur Mittagszeit entscheidet, Strom aus dem öffentlichen Netz zu beziehen. Warum zur Mittagszeit? Da hat doch meine Photovoltaikanlage auch genug Strom erzeugt. Ja, das sieht man hier an der gelben Linie. Um 15 Uhr 6,8 kW Photovoltaikleistung blende ich hier mal ein. Und da wird klar, dass ich an dem Tag auch viele Verbraucher eingeschaltet habe. Um 15:15 zum Beispiel 5 kW Hausverbrauch. Die Leistung der Photovoltaikanlage reicht also nicht, um den Hausverbrauch zu decken und gleichzeitig noch mit voller Leistung hier die Speicher zu beladen. Und mein System, das erkennt das jetzt, weiß, dass die Strompreise aktuell sehr günstig sind und aber um 18 Uhr bei 24,2 Cent pro Kilowattstunde liegen werden. Also wird der Speicher zusätzlich aus dem öffentlichen Netz beladen. Und am Abend, wenn ich dann 4,26 kW im Haushalt verbrauche, ich blende es hier nochmal ein, habe ich also noch genügend Strom im Speicher und brauche nichts aus dem Netz kaufen zu diesem hohen Preis. Und das ist nur ein einziger Tag, wo ich euch das jetzt hier mal gezeigt habe. Das passiert hier aber regelmäßig und dadurch ist mein Speicher erstens immer genutzt. Er steht nicht dumm rum, heißt also keine ungenutzte Kapazität. Und zum Beispiel am 7. Oktober wurde nachts dann wieder für 17 Cent pro Kilowattstunde aufgeladen. Blende ich hier auch nochmal ein. Strompreisspitzen, wie also am 7. Oktober um 18 Uhr, wo der Strom 37,4 Cent pro Kilowattstunde kosten würde, die vermeide ich komplett. Und bezogen auf den großen Speicher habe ich hier nun also einen sehr, sehr großen Vorteil, da ich den günstigen Strom in großen Mengen beziehen kann. Und so kann ich dann lange Phasen, in denen der Preis mal höher wäre, überbrücken. Es wird nun auch gerne heiß diskutiert, wie es denn eigentlich mit den B- und Entladeverlusten aussieht. Und wenn ich hier 20% Verluste annehme für das B- und Entladen, was recht realistisch ist, dann sind die oben genannten Preise für den Netzbezug immer noch so attraktiv, dass es wirtschaftlich vorteilhaft ist. Und das sollte der Algorithmus auch mit berücksichtigen. Aber lasst mich da gerne mal eure Meinung wissen. Ich finde es super spannend und bin mir sicher, dass es in Zukunft da auch noch einiges geben wird. Übrigens, was auch noch kommen wird, da bin ich mir sicher, dass mein Speicher den Strom in das Netz abgibt, wenn dort Bedarf ist. Und zum Beispiel meine oben genannten 11,5 Kilowattstunden Kapazität, die jetzt aktuell im Sommer noch ungenutzt rumstehen, die werden dann auf einmal genutzt. Und da könnt ihr mir natürlich auch gerne mal mitteilen, wie ihr dazu denkt. Gerne hier unterm Video einfach mal euren Kommentar da lassen. Freue ich mich über den Austausch. Und denkt dran, hier unterm Video findest du auch weiterführende, hilfreiche Links zu meinem Netzwerk und zur 0 Euro PV-Checkliste. Ich hoffe, das Video hat dir Spaß gemacht. Bis bald, sonnige Grüße.